Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Hightech for Gamers und zwar mit dem Strike Intel DDR5 für 3.429 Euro. Dieses System wurde mir diesmal nicht im Videovorschlägekanal vorgeschlagen, sondern bei mir im Livestream auf Twitch. Da bin ich ab und zu mal online, meistens sonntags. Bevor wir aber dazu kommen, wir haben bei uns auf dem Discord einen Config-Anfrage-Channel. Da könnt ihr draufklicken, wenn ihr auf unserem Discord-Server seid. Könnt dann hier unten ein Ticket ziehen und dann werden euch Fragen gestellt. Was habt ihr für ein Budget? Soll es RGB haben? Ja oder nein? Welche Grafikkarte ist gewünscht? Und so weiter. Und dann erstellen wir euch auch gerne eine Geizhalsliste. Falls ihr nicht selber bauen könnt, können wir auch diese Geizhalsliste einfach anfragen. Zum Beispiel bei MyPC. Und die können euch das dann für einen geringen Aufpreis zusammenbauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten baut halt selber. Das ist auch völlig kostenfrei, völlig unverbindlich. Selbst wenn ihr sagt, yo, ich will mal so ein Angebot haben, irgendwie von MyPC oder so, ja, okay, dann schicken wir es raus. Wenn ihr dann sagt, nee, will ich doch nicht haben, dann lasst das halt. Kommen wir jetzt aber mal zu diesem System. Also erstmal grundsätzlich, das Bild, wenn man es sich von der Front so anguckt, ist nicht sonderlich fake. Das wird erst fake, wenn man sich die anderen Bilder anguckt. Das Gehäuse stimmt natürlich. Diese RGB-Stripes, die hier verbaut sind, die sind da schon mal nicht drin. Es kann sein, dass sie die vielleicht mit reinwurschteln, das weiß ich leider nicht. Aber jetzt erstmal auf den ersten Blick von der Liste her, nein, die sind nicht dabei. Genauso sind diese vier RAM-Riegel auch nicht dabei mit dieser Beleuchtung. Da sind stinknormale schwarze RAM-Riegel drin. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ganz grob kommt es irgendwo hin, aber Hightech macht das sehr gerne, dass sie einfach Sachen zeigen, die gar nicht drin sind. Machen aber auch viele andere Systemdagatoren. Feiere ich nie. Was man Hightech aber wirklich lassen muss, also viele wissen, die sind zu teuer, kommen wir später auch noch zu. Aber was man denen lassen muss, ist einfach diese Tatsache, sie schlüsseln alles vernünftig aus. Es wird nichts weggelassen. Ihr bekommt zu jeder Komponente, zum Beispiel beim RAM, auch die Timings und welche Taktung und diesen ganzen Quatsch. Wir kennen ja auch Systemintegratoren, die das gerne verschleiern. Gerade diese Systeme, die ihr auf diesen Marktplätzen kriegst, bei Otto oder Kaufland oder sonst wo, die sind meistens so ganz marginal angegeben. Da muss man immer ein bisschen raten. Hier steht wirklich alles 1:1 drin. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse. Das ist das Asus ROG Strix Helios Schwarz. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Viele mögen das Gehäuse, auch vom Designpunkt her. Ich finde es auch ganz schick. Airflow-mäßig war ich immer so ein bisschen am Zweifeln. Viele sagen aber, nö, der Airflow, der geht schon. Das Gehäuse bringt ja auch 340 mm Lüfter in der Front mit, die RGB beleuchtet sind und noch einen im Heck. Dann habt ihr noch die Wasserkühlung oben drin, die 360er. Das wird schon klappen. Und das Teil ist halt einfach ein riesiges Case. Ich habe es schon mal live gesehen auf der ROG Convention 2022. Das ist schon ein Brecher. Aber wem es gefällt, bitte, warum nicht? Und das kostet 249,90 Euro bei Galaxus. Der Prozessor und der Kühler, da kommen wir gleich zu dem Kühler. Der Prozessor ist ein Intel i9-14900KF. Der hat 24 Kerne, 32 Threads, eine TDP von 125 Watt, kann sich allerdings auch im Turbo 253 Watt reinschrauben. Der kann sich auch völlig ungebändig zwischen 300 und 350 Watt reinprügeln. Ich würde euch echt empfehlen, limitiert es auf dem Mainboard. Also eben diese 125 Watt bzw. 253 Watt. Ansonsten unterstützt er halt noch DDR4 3200 MTS, könnt ihr auch locker mit 3600 laufen lassen und DDR5 5600 MTS, auch ganz easy 6400. Sogar noch viel mehr, wenn ihr irgendwie auf die Dies achtet, die auf dem RAM drauf sind, pipapo. Aber das ist das, was Intel halt sagt, was definitiv läuft. Das ist neben dem Intel i9-14900KS der stärkste Prozessor am Markt, aktuell auf dem Sockel 1700 von Intel. Der hier bringt zwar keine integrierte Grafikeinheit mit, braucht ihr auch theoretisch nicht, weil ihr habt ja eine Grafikkarte, ist aber immer ganz nett, wenn man halt einen K-Prozessor nimmt ohne F, damit man hinterher noch ein Bild kriegt, falls die Grafikkarte mal irgendwie die Grätsche macht. Der ist natürlich für alles geeignet. Rendern, Zocken, Streaming, könnt ihr alles machen. Ich persönlich würde immer mit einem 14700 gehen. Ja, klare Sache, weil 14900er wird wie gesagt keiner brauchen und selbst wenn ihr ihn irgendwie ausschöpfen wollt, braucht ihr eine sehr, sehr gute Kühlung. Und der kostet 555,98 Euro bei Mindfactory. Die Wasserkühlung ist eine Asus TUF Gaming LC2360 ARGB. Hatte ich selber so noch nicht im Test. Der Hersteller gibt eine Garantie an von 6 Jahren, was schon mal ganz ordentlich ist für eine Wasserkühlung. Ist halt eine 360er AIO. Die packen meistens so, ja ich sag mal bis 250 Watt und dann ist auch irgendwann Schluss, zumindest unter Dauerlast. Also voll ausfahren könnt ihr den Prozessor sowieso nicht permanent. Aber ist ganz schön, dass sie die genommen haben. Ist auch noch ein bisschen was fürs Auge dabei, also ist beleuchtet und so weiter, das passt. Und die kostet 132,90 Euro bei computeruniverse.net. Die Grafikkarte ist eine Zotac GeForce RTX 4070 Ti 12 GB plus 850 Watt Netzteil, da kommen wir gleich zu. In dem Fall ist es halt die 4070 Ti Trinity. Jetzt könnte man natürlich sagen, was hat eine 4070 Ti in einem System zu suchen mit einem 14900KF. Es gibt durchaus Leute, die brauchen sowas. Also für einen Gamer ist es natürlich nichts, das ist Quatsch. Da investiert man mehr in die Grafikkarte anstatt in den Prozessor. Aber es gibt Leute, die wollen wirklich nur Renderberechnung, Videoschnitt und pipapo. Und da reicht eine 4070 Ti halt völlig aus. Ich persönlich würde das halt nicht brauchen, selbst wenn ich Videos schneide und so. Aber wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Die 4070 Ti natürlich für WQHD und auch 4K Gaming geeignet. Full HD könnt ihr theoretisch auch machen. Der Prozessor, der ist ja stark genug. Es kommt immer auf die Einstellung an, sage ich jedes Mal dabei. Benutzt ihr Raytracing
Raytracing, benutzt ihr DLSS und so weiter und so fort. Alles, was Nvidia so liefert, schaut euch einfach den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Und die kostet 804,90 € bei XCOM. Das Netzteil ist ein FSP Fortran Source Hydro K Pro 850 Watt. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Bronze zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Immerhin ATX 3.0 bedeutet, der neue Stecker für diese Nvidia-Karte, die da drin ist, ist natürlich mit dabei, der 12V High-Power-Anschluss. Es ist nur Bronze zertifiziert und es ist in der PSU-Tierlist auch nur ein C-Tier-Netzteil. Bedeutet für euch, es gibt durchaus bessere Netzteile auf dem Markt, auch schon bei dem Preispunkt. Deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum hat man das jetzt genommen. Es ist kein China-Kracher. Aber wenn ich über 3.000 € für ein System ausgebe, will ich auch ein gescheites Netzteil da drin haben. 850 Watt reichen natürlich für die Grafikkarte und den Prozessor. Das würde ich sogar sagen bei einem 14.900er mit einer 4090. Das funktioniert auch, weil ihr nie beides zu 100% auslastet. Aber ich hätte halt einfach ein anderes genommen. Ihr versteht mich da schon. Und das kostet 78,85 € bei Mindfactory. Das Motherboard ist ein Asus ROG Strix Z790F Gaming Wi-Fi. Der Z790-Chipsatz, der aktuellste Chipsatz auf diesem Sockel natürlich. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch 3 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein. Den Slot werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht benutzen können, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt, aber ihr habt ja noch 2 weitere für eine Capture-Karte oder so. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 4x USB 2.0, 4x USB 3.0, 2x USB 3.1, USB Typ C ist auch mit am Start, ein Netzwerkanschluss, ein Flash-BIOS-Button, ein Clear-BIOS-Button, und dann haben wir halt noch DisplayPort und HDMI. Könnt ihr mit dem Prozessor leider nicht benutzen, aber das Board bringt es halt mit. Das ist schon ein starkes Board. Haben sie gut gewählt. Kann man machen. Und das kostet 342,99 € beim Amazon Marketplace über Shop Paradise 24. Der Arbeitsspeicher sind Crucial 64 GB, 2x 32 GB, also Dual Channel schon mal ganz wichtig, 4800 MTS. Schauen wir mal da ein bisschen genauer, ist das CL40 RAM. Jetzt muss ich zumindest schon mal sagen, gut, dass sie es hinschreiben. Zur Erinnerung, beim Prozessor, Intel sagt halt, DDR5 5600 MTS ist das Minimum, was der verträgt. Wir bekommen von Hightech 4800er. Das ist nicht gut, mehr wäre besser. 6000er, 6400er, habe ich ja eben schon gesagt. CL40 ist auch der letzte Scheiß. Der hätte CL30er reingehört. Ganz easy bei diesem Preissegment. Man kann darüber reden, wenn das jetzt so eine 1500 € Kiste ist, man muss wirklich am RAM sparen. Ja gut, dann nimmt man vielleicht, vielleicht CL40 RAM. Aber dann erfüllt man zumindest die Spezifikation von Intel. Mit eben 5600 MTS. Also dass 64 GB drin sind, okay, für so eine Rechenmaschine. Als Gamer braucht man es ja wahrscheinlich auch nicht. Aber für so eine Rechenmaschine, was ich ja anfangs schon gesagt habe, zum Rennen und so, ja, von mir aus, dann nimmt man aber guten RAM. Der hat ja nicht mal irgendwie einen Kühler drauf oder RGB-Beleuchtung, dass man zumindest ein bisschen was fürs Auge hat. Das ist einfach stinknormaler schwarzer RAM. Und der kostet 179,99 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine Lexa NM620 SSD 1 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. Okay, für einen Gamer wiederum macht das jetzt nicht so viel aus, wie schnell die SSD ist. Also das ist so ein mittleres Segment. Es gibt ja auch noch welche mit 7000 MB die Sekunde lesen, schreiben, pipapo. Aber 1 TB ist halt einfach zu wenig. Überlegt mal, ihr kauft euch so eine Möhre für über 3000 €, dann installiert ihr 5-6 Spiele und dann sagt die SSD, so, jetzt ist Feierabend. Da hätte Minimum 2 TB reingehört, wenn nicht sogar 4. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde 1 TB in dem Preissegment für meinen Teil einfach zu wenig. Qualitativ brauche ich hier aber nicht meckern, ist okay. Und die kostet 61,88 € bei Mindfactory. Was die Software angeht, bekommen wir Microsoft Windows 10 Professional 64-Bit. Da würde ich euch ganz schnell empfehlen, von Windows 10 auf Windows 11 zu upgraden, allein schon wegen dem Performance- und Efficiency-Kern, die dieser Intel-Prozessor eben mitbringt. Und dann habt ihr auch das aktuellste Betriebssystem. Geht zum Glück kostenfrei. Ne? Also das Upgrade ist kostenfrei. Von daher, ich hätte es einfach direkt installiert, Windows 11. Und das kostet 13,34 € bei MySoftware. Dann wären wir auch schon mal im Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2420,73 € und das System kostet 3429 €. Da seid ihr bei diesem System bei einem Aufpreis von über 1000 €. Das ist krank. Da kriegt ihr einen eigenen Gaming-PC für. Und ich sag schon immer bei Hightech, yo, hier 500 € Aufpreis, 600 € Aufpreis, das sind 1000 €. Wenn ich das System, so wie es jetzt hier ist, was ich auch nicht empfehlen würde, allein wegen dem RAM und so, aber egal. Wenn ich das nach Krotos oder MyPC von mir aus auch Systemtreff schicke, die bügeln euch das Ding sehr wahrscheinlich für 200 bis 250 € zusammen. Lasst es 300 sein. Aber das sind einfach 1000 €. Und nein, ich verarsche euch auch nicht. Also ihr könnt hier bei Geizhals gucken, wir haben überall Stückzahl 1. Ihr könnt die Preise, ich scroll hier gerade runter, ich hoffe mein Cutter, der zoomt jetzt dran. Ich scroll hier runter
Und da kommt dann dieses Ergebnis raus. Das ist einfach so. Ich habe jetzt mal spaßeshalber sowas nachgestellt. Vergesst es, macht es nicht, weil ihr braucht es als Gamer theoretisch nicht. Aber ich habe es mal nachgestellt, aus Spaß bei Dubaru. Da habe ich jetzt einen Corsair 5000D Airflow, auch ein riesiges Case, auch den 14.900 KF, eine 360er Wasserkühlung, das Tomahawk Board ist ein bisschen günstiger als das Asus, ja, aber es geht mir ja nur um den Preisvergleich. Wir haben hier 64 GB 6000er CL30 RAM, was ich ja eben auch schon so empfohlen habe, eine 2TB SSD, die auch noch deutlich schneller ist. Wir bekommen eine 4080 Super, keine 4070 Ti, sondern 4080 Super. Wir bekommen auch ein 850 Watt Corsair Netzteil, was qualitativ deutlich besser ist als das andere. Und das System kostet frei konfiguriert 3073 Euro. Jetzt habe ich hier auch eine Liste. Die SSD, Prozessor, RAM, Grafikkarte, Mainboard, Gehäuse, Wasserkühlung und Netzteil, da seid ihr bei 2585 Euro. Ist immer noch ein Aufpreis von knapp 500 Euro, weil es halt frei konfiguriert ist. Aber ist besser als 1000. Jetzt nehmt nicht die Liste und kauft die so. Lasst das sein, also von mir aus macht es, aber nein, macht es nicht, weil es macht halt keinen Sinn. Dieser Prozessor, den brauchen die wenigsten. Wenn ihr wirklich Interesse an so einem System habt, starker Prozessor, nicht so starke Grafikkarte zum vernünftigen Aufpreis, kommt zu uns, wir machen euch eine Liste. Baut selber oder wir fragen es für euch an, kein Thema. Aber von dem Teil hier, lasst ihr bitte die Finger. Wie gesagt, es wurde im Livestream halt mir vorgeschlagen. Ich dachte, alter Schwede, was ein Aufpreis, muss ich einfach mal wieder zeigen. Viele, die meinen Kanal schon lange verfolgen, wissen auch, dass Hightech einfach grundsätzlich irgendwie immer zu teuer ist. Bei MIFCOM ist das auch so, aber die haben gute Konfigurationen meistens und ab und zu auch mal so ein paar gute Knallerpreise, wo man sagt, ja, ist okay. Habe ich bei Hightech noch nie gesehen. Ist halt einfach so. Also ihr habt meine Meinung dazu gehört. Finger weglassen. Also ich würde die Finger weglassen. Ist ja meine freie Meinungsäußerung. Und von daher, ja, lasst es. Lasst es einfach. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin auf Wiedersehen und ciao, ciao.